für den dritten deutschen Meistertitel, für den dritten Sieg in Albstadt. Es waren nicht alles deutsche Meistertitel, Meisterschaften. Du kriegst erstmal einen Mega-Applaus hier vom Albstadter Publikum. Moritz Wieland! Irgendwie hatte der Manuel ja wohl dann doch recht, dass selbst wenn du krank bist, dass es dir dann irgendwie hier vielleicht dann doch sogar noch besser läuft, weil du gar nicht mit einem ja, tollen Rang gerechnet hast. Ja, also ich habe vorhin schon wird gedacht, dass es so gut geht. Ich habe mich am Anfang auch echt schwer gedacht, die ersten zwei Runden. Und der Wolfram war brutal stark dann im Berghoch. Ja, ich habe einfach ja, nur überlegt, habe mich gequält. Und hab geguckt, dass der Abstand vorne groß wird. Du hast mir gerade gesagt, Albstadt ist halt einfach geil. Was machen die Zuschauer? Wie wichtig sind die Zuschauer für dich? Ja, die Zuschauer sind wichtig für dich. Das ist Wahnsinn, wie man hier angefeuert wird und wie man in den Berg hochgebrüllt wird. Wie war die Situation? Ich habe vorher gesagt, das wird so ein Rennen zwischen dem Super Downhiller und dem Super Uphill-Fahrer. Hier kommt übrigens Thorsten Marx ins Ziel und der geht natürlich auch noch einen Riesenapplaus. Thorsten Marx! Wie ist es? War es tatsächlich so, man muss schon, also ist der Anteil der Downhill-Passagen dann doch wichtiger wie der lange, der ewig lange Aufstieg? Ja, also man kann bei beiden gerade nicht mehr verlieren. Ich habe das Glück gehabt, dass ich in der Abfahrt immer bis was ich da genau verloren habe, gerade über das Zumachen konnte. Ja, ich habe bis zum Schluss das versucht und habe in der vorletzten Runde dann auch mal wieder schießen können, obwohl ich schon wirklich am Limit war. Und ja, letzte Runde, da hast du irgendwie noch alles rausgeholt. Kommen wir mal zum Trikot. Das neue Trikot, das hast du, glaube ich, einmal bis jetzt angehabt, ne? Und wirst es ab morgen dann wieder nicht mehr anziehen dürfen, dein eigenes, eigentliches Team-Trikot. Was sagt denn da dein Teamchef? Ja, der freut sich natürlich. Also das weiße Trikot ist natürlich auch sehr schön. Und ja, ich glaube, das ganze Team freut sich jetzt über das weiße Trikot. Das hoffen wir. Wir freuen uns auch. Wir sehen dich nachher auf der Bühne. Natürlich werdet ihr auch jetzt gleich im Anschluss. Also sieht er ja auch erst die Damen, dann die Herren. Und das ist nochmal Moritz Wieland. Und der kriegt hoffentlich nochmal einen mega, mega, mega Applaus. Also, neuer deutscher Meister, Moritz Wieland.